Mal gucken, was passiert. Gail, honey, I wish there was another way. Gail? Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. What the fuck? Travis, tell me where Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what he wants. What all of us want. Look, old man. You need to go home. Oh, ah. Ist der noch steht? Zu sein. Oh mein Gott. Ah! Ethan, run, goddammit. Go! Get out of here! Travis, close your eyes. Oh. Wir können dem Licht hier wieder folgen, oder? Wo gehst du hin? Warte. Lauf nicht weg. Warte, ich muss dir hinter. Warte, wo willst du hin? Da unten hin. Oh mein Gott. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus. I'm sorry. Ethan. Corvus? Oh no! I can't let you do that. Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience. Because the old are tired. Their hate is less useful. Sehr interessant. Sehr interessant. Also Opa ist denn ja eigentlich, also Grandpa, der müsste ja denn... Der hat ihn umgebracht, Leute. Der hat ihn umgebracht. Der hat ihn gekillt. Wie hieß der erste? Travis? Ist Travis sein Freund gewesen? Oder wer war Travis? Wo sind wir denn jetzt? Oh mein Gott. Wo sind wir denn jetzt? Das sind jetzt die Fragen, die sich bei mir natürlich ein bisschen auftun. Ist Travis sein Freund gewesen? Oder war das sein Familienmitglied? Sein großer Bruder? Oder sein Onkel? Oder sein Cousin? Und überall diese roten Lichter hier. Seht ihr die auch? Und ganz schaudrige Musik. Was sind das? Das sind auch nur Steine. Okay. Corvus. Hier vielleicht wieder irgendeinen. Nee, die Waggons sind nicht groß bewegt worden, wie es so aussieht. Eine Bahnstation. Wollen wir ein bisschen schneller hier lang? Ist hier irgendwas? Springen können wir auch nicht. Es ist 7:05. Es ist jetzt Ingame-Zeit, aber es sieht so aus, als wenn diese Uhr nicht mehr
funktionstüchtig ist. Ne, ist sie auch nicht, denn der Sekundenzeiger bewegt sich nicht. Auf der anderen Seite ist es auch. Das ist um 7. Und hier ist es 5 nach 7. What the fuck? What the fuck? Wenn ich mich nicht recht erinnere, war hier doch noch irgendwas. Sehr schöne Musik, muss ich sagen. Also, die passt. Die passt übelst zum... Da, dieses rote Blitzen, Blinken. Seht ihr das? Manchmal, kriegt ihr das manchmal mit? Kriegt ihr das manchmal mit? Und schon wieder unser mysteriöser Stein, der so aussieht wie ein Schuh. Also gewisse Models haben die sehr oft verwendet, fällt mir auf. Die Musik wird lauter. Oh, hier passiert doch bestimmt, kommt hier wieder irgendeine Falle? Oh, holy crap, holy crap. Oh, ich kriege die ganze Zeit Gänsehaut auf dem Rücken, auf dem Nacken, ey. Es ist, weil ich so eine Spiele eigentlich sonst nicht gewohnt bin. Ich spiele sowas eigentlich sonst nicht, aber das hat mich wirklich irgendwie gefesselt. Ich kann es euch auch nicht sagen. So viel Liebe ins Detail. Die Musik ist auch einfach nur der Hammer. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Da, hinten schon wieder so ein Blinken. Was ist das denn? Ah, jetzt erinnere ich mich wieder ein wenig. Ich glaube, wir müssen da hinten nämlich hin. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas passiert. Oh, habt ihr das gehört? Das klang nach einem Rabe. Oh. Es ist so, so... Hört ihr das die ganze Zeit? Diese Viecher? Das ist so schauderig. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hier können wir auch nicht hin. Okay. Das ist wirklich schauderig. Wenn man hier lang geht. Was zur Hölle? Hier stehen mitten irgendwo im Wald. Stehen hier... Steht hier eine Säule mit 4 Fernseher dran. Steht hier eine Säule mit 4... Falsch. Falsch. Richtig. 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 What the fuck? Oh. Was ist das denn? What the fuck? Sollen wir dir jetzt hinterherrennen oder was? Hey, ein Astronaut. Aha. Oh, wo ist er? Da ist er. Komm her, bleib stehen, bleib stehen. Kann ich nicht mit dir reden? Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Hier oben ist er. Bleib stehen! Wo willst du hin? Da hinten? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Fuck off. Rechts, rechts von uns ist er. Habt ihr das gehört? Da. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ah, fast hätte ich ihn gekriegt. Da. Scheiße. Scheiße. Hey. Hey, links. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Was, wo rennst du? Wo führst du uns hin, du Blöde? Da. Jetzt hab ich dich gleich. Ich kann aber auch nicht interagieren. Das ist ja der Scheiß. Bleib stehen. Der bringt uns wieder zum Bahnhof hier. Boah. What the fuck? Ist der jetzt da drin, ne? Fliegt der jetzt weg, oder was? Oh, ich hab grad übelsten Puls. Ich hab grad übelsten Puls. Das Gras bewegt sich übelst. Soll ich da jetzt hingehen? Das Gras bewegt sich übelst, aber irgendwie... Hallo? Ist da jemand drin, ne?
kurz so vorweg. Ich glaube, hier passiert mir jetzt nichts, oder? Kommt hier jetzt irgendwer und tötet mich? Ich hoffe nicht, oder? Der ist ja unten reingegangen. Ich glaube jetzt... What the fuck? Oh. Steht da. Extraterrestrial Containment Capsule Number 86. Boah. Extraterrestrische Kapsel von... What the fuck? Was ist das? Was zur Hölle? Geht hier denn ab? Ein Wurmloch. Wo bringen wir uns jetzt hin? Auf dem Mars oder was? Kann ich nach vorne gehen? Ja, ich kann nach vorne gehen. Hallo? Oh. What the fuck? Wo sind wir denn jetzt? Da ist eine Kapsel, da ist eine Kapsel, da ist eine Kapsel, da ist noch eine Kapsel. Alter Schwede. Ey. So. Da ist noch eine, da ist noch eine. Ey, so verwirrend das auch ist und man hier wirklich überhaupt nicht, da hinten ist noch eine. Und man hier überhaupt nicht durchblickt, aber das ist so faszinierend hier, als wenn du in dem Kopf von irgendeinem anderen bist. Das geht hier, es gehen hier Sachen vonstatten, wo du dir einfach nur denkst, what the fuck. Und dann auf einmal bist du hier in irgendeiner Raumkapsel und es öffnet sich ein Fach. Und du bist hier in so einer extraterrestrischen, sonst was Kapsel von, ja, von Kapsule oder so, mit Nummer 8911, die mit ganz gepolstert ist, dass man sich nicht den Kopf aufschlägt, sondern beim Start startet. Und dann ploppt eine Konsole auf mit einem Zettel. Und wir sind irgendwo im Weltraum. Mit einer absolut genialen Hintergrundmusik und... Moment, Entschuldigung. Entschuldigung, ich hatte mich verschluckt. Ei, verbübsch. Ja, wollen wir uns mal dem Zettel widmen, oder? Können wir, okay. Wir haben keine Stabilisatoren, sonst würde sich nämlich nicht das Raumschiff bewegen, sondern auch unser Kopf mit. Fangs. Zoomen Text. Fangzähne. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Entschuldigung. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen wie die anderen davor. Aha. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. Also der Wald. Und das Dorf oder das Haus. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau. Ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur... bei den Rändern von Strähnen sah. Aha. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Das haben wir doch gemacht. Also verfolgt. Wir sind doch keine Bestie. Wie kann man das denn assoziieren? Das Licht blieb schließlich auf einer Waldlichtung stehen. Die Bestie betrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu, zeigten wie Nadeln auf sie, doch die Baumwipfel neigten sich und gruben in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben wie Mauern die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass ihre Fangzähne nie wieder benutzt würden. What the fuck? Darauf ist überhaupt nicht schlau. Das sieht aber auch aus wieder wie Ethan Eason seine Schrift, ne? Wie Ethan seine Schrift. Aber was hat das denn zu bedeuten? Akzeptieren. Get out of my room, Travis! Stories, stories. Always with the stories. Get out!
I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place.